danke schön, Gabi Zimmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder Wahlkampf. Wahlkampf heißt bewusst Kampf, weil es dabei nicht darum geht, dass wir uns zu Hause in unsere Lieblingswolldecke einkuscheln und vor den Fernseher setzen, sondern weil es darum geht, in die politische Auseinandersetzung zu gehen. Das haben wir bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 vor ein paar Monaten erfolgreich getan, nicht zuletzt mit der Kampagne, die wir auf die Straßen und Plätze gebracht haben. Und natürlich ist mein Bestreben als Wahlkampfleiter, dass wir das wiederholen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben als Linke, es ist Ihnen nicht verborgen geblieben, sehr intensiv gerungen um unsere europapolitische Positionierung. Ich finde, Europa hat es verdient, dass um seine Zukunft gerungen wird und dass es nicht ein einfaches Weiter-so gibt, sondern dass wir nicht zuletzt auch als Linke sehr klar uns entscheiden, wofür wir in Europa antreten und was wir verändern wollen für dieses Europa. Die Linke ist anders als die anderen Parteien und das zeigt sich immer wieder auch in Wahlkämpfen. Es hat sich im letzten Bundestagswahlkampf gezeigt und es wird sich in diesem Europawahlkampf, da bin ich sicher, wieder zeigen. Wir werden wiederum keine Werbekuschelei auf die Straßen bringen mit irgendwelchen kruden, sehr unpolitischen Slogans, die ich so hier und da auch jetzt schon wieder lesen kann von den anderen Parteien. Wir machen klare politische Angebote, wiederum. Es wird wiederum schwarz auf weiß zu sehen sein, vielleicht auch gleich an dieser Wand. Wir werden wie immer verständlich und konkret sein. Und wir werden, ich habe es gesagt, unterscheidbar sein zu den anderen, sowohl im Erscheinungsbild als auch im Inhalt. Wir werden uns hier und da ein Augenzwinkern gönnen, auch das nicht zum ersten Mal im Rahmen unserer Kampagne, die ja nicht nur aus diesen 5 Themenplakaten besteht, die Sie hier schon sehen. Und wir werden uns hier und da im Rahmen dieses Wahlkampfes in den nächsten 7 Wochen auch manche Provokation leisten. Nicht, weil wir das aus Spaß an der Sache tun, sondern weil wir möchten, dass über die ernsthaften Probleme, die wir in der Europäischen Union haben, über die klare Kritik, die wir an der deutschen Politik innerhalb der Europäischen Union haben, in diesem Land diskutiert wird. Meine Damen und Herren, dafür wollen wir in den nächsten 7 Wochen alles tun. Ich will etwas sagen zu den materiellen Grundlagen dieses Wahlkampfes. Wir bringen für diesen Europawahlkampf ein Budget von 3,3 Millionen Euro in Anschlag. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was wir zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr eingesetzt haben. Das wird sich materialisieren, unter anderem in knapp 2000 Großflächen, die in den nächsten 7 Wochen das Straßenbild prägen werden. Wir werden ungefähr 175.000 dieser Themenplakate an die Massen bringen. Wir werden ungefähr 4 Millionen Kurzwahlprogramme verbreiten. Wir werden 5,5 Millionen Wahlzeitungen unter die Bürgerinnen und Bürger bringen. Und wir werden nicht zuletzt auf 15 Großveranstaltungen überall in der Bundesrepublik zu sehen sein. Mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten, nicht zuletzt mit der Spitzenkandidatin Gabi Zimmer. Ich will beim Thema zentrale Veranstaltungen sagen, dass auch bei diesem Wahlkampf uns Gerhard Seyfried, wie auch schon im letzten Wahlkampf, mit seiner Kunst zur Seite stehen wird und die Wahlkampfbühne erneut gestalten wird. Wir werden auch in diesem Wahlkampf das, was wir an inhaltlichen Botschaften zu setzen haben, auch dem Anspruch der Barrierefreiheit unterziehen. Das heißt, es wird untertitelte Spots geben, es wird das Kurzwahlprogramm in leichter Sprache geben, in Brailleschrift, weil wir natürlich versuchen wollen, unser politisches Angebot möglichst an jede und jeden weiterzugeben. Wir haben nach der Bundestagswahl 2013
jetzt einige Monate später eine sehr stabile Ausgangssituation für die Linke. Sie kennen die Umfragen, die in den letzten Wochen und Monaten erhoben worden sind. Das ist für meine Partei keine Selbstverständlichkeit, dass wir nach der Bundestagswahl nicht in ein gefühltes politisches Loch gefallen sind, sondern dass wir uns sogar noch leicht über dem Niveau des Wahlergebnisses vom September 2013 jetzt sehr stabil halten. Trotzdem will ich sagen, die Europawahl ist kein Selbstläufer. Schon gar nicht für die Linke. Wir werden alles versuchen, unsere Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, zu dieser Europawahl zu gehen. Das heißt, die erste Zielgruppe ist und bleibt unsere Kernwählerschaft, die wir auch zur Bundestagswahl mobilisiert haben. Aber ganz klar, wir zielen auch mit dem, was wir an politischem Angebot machen, nicht zuletzt auf Wechselwählerinnen und Wähler anderer Parteien. Es gibt nicht zuletzt im sozialdemokratischen Wählerinnen und Wählerpotenzial eine ganze Menge an Bürgerinnen und Bürgern, die nicht zufrieden sind mit der Politik der Großen Koalition, die nicht zufrieden sind mit der Entscheidung der SPD, in diese Große Koalition zu gehen. Wir werden auch dort unser politisches Angebot unterbreiten und natürlich auch darauf setzen, aus diesem Wählerpotenzial Zustimmung für uns zu generieren. Letztlich geht es am Ende um die Frage bei der Mobilisierung, was nützt diese Europawahl? Und wir wollen Bürgerinnen und Bürger deutlich machen, es ist ihre Entscheidung, wie sich Europa weiterentwickelt. Es ist ihre Entscheidung, welche politische Richtung Europa nimmt. Und deswegen wollen wir, dass Bürgerinnen und Bürger sich dieser Chance auch bewusst sind und von ihrem Entscheidungsrecht Gebrauch machen. Wir werden selbstbewusst und optimistisch in diesen Wahlkampf gehen und wie immer das ist, mit Herz und Verstand. Dankeschön.